kannst ruhig ein paar Sachen im Zimmer lassen. Mir macht das gar nichts aus. Leider mir ja. Was willst du?
gibt's denn sowas? Man kommt doch nicht in ein Zimmer, ohne anzuklopfen. Ach, sieh mal an, und du klopfst an, wenn du in mein Zimmer reinstürzt. Was liest du denn da? Das ist mein Bier. Hübscher Titel, ist das ein Nachschlagwerk für Bierbrauer? Zeig mal hier. Gib's mir zurück. Nein, lass mich sehen. Lass mich sehen. Die Oberin forderte mich auf, mich hinzulegen, damit ich ihren Körper wärme. Sie war vollkommen nackt. Du armer Knabe, sagte sie und drückte mich an sich. Ich hab's geliehen, es gehört einem Freund, ihr nahm's aus der Bibliothek seines Vaters. Ohne dass ich es gewahr wurde, befand ich mich auf einmal unter ihr. Ihre Beine kreuzten sich über den meinen. Ich spürte, wie ein wohliges Gefühl meinen ganzen Körper überlief. Jeden kleinsten Teil meines Körpers. Mit ihrer Hand liebkoste die Oberin mich, zärtlich und leise. Ihr Körper bewegte sich über mir hin und her. Und mein Körper... Und mein Körper antwortete und ließ sich gehen. So eine Schweinerei. Überhaupt keine Schweinerei. Das ist ein französischer Klassiker. Ein Klassiker, ja? Gib es zurück. Dein Vater kriegt es, damit er mal erfährt, was du für Schweinereien...